Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Genau, hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Ja, und haben doch mittlerweile die 200. Folge erreicht. 200, yay, alles, yay, wir machen uns nackig und springen rum. Nackig machen, rumspringen. Okay, genug. Gefeiert. Ich ziehe mich wieder ein. Sonst wird das ja nichts. So, und, ganz viele, viele Viechers. Und ganz viele CDs. Alles da. So, Musik an. Wie sieht's aus hier mit den Monsters? Tschüss, Zombies. Geht weg. Creeper. Komm her, Creeper. Lass dich abschießen. Schenk uns eine CD. Zur 200. Folge. Komm schon. Komm, Skelett. Schieß. Schieß. Irgendwas hat gerade geschossen. Da, das Skelett schießt. Komm. Komm. Irgendwie interessiert sich das Vieh nicht für uns. Die Zombies dafür umso mehr. Und alles, was da drin noch so rumspringt. Das sind doch Skelette. Und Erfahrung. Erfahrung. Ja. Aha, jetzt geht's los. Schieß, Skelett. Okay, das war ein Zombie. Nicht so schlimm. Alles klar, das war ein Creeper. Hau weg den Creeper. Hau ihn weg. Komm. Schieß. Sehr schön. Sind jetzt nur noch Skelette drin? Die hauen wir alle mit der Hand weg. Peng. Peng. So. Dann gibt es jetzt gleich mal noch ein paar neue Schallplatten. Effektiv gefarmt. Hui. Jawohl. Schallplatten. Yeah. Geil. Ganz viele Schallplatten. So, dann haben wir einmal die, die wir jetzt mittlerweile schon öfters haben. Die, die wir gerade abspielen, haben wir noch einmal gekriegt. Genauso wie die Jazzplatte. Die haben wir auch noch gar nicht so oft. Ich würde sagen, blub. Die spielen wir sogar. Zack. Und die haben wir jetzt auch schon mehr als doppelt und dreifach. Yeah. Cool. Le Minecraft Musik. Ich weiß, bin nicht im Takt. Egal. So, das wollen wir mitnehmen. Das kann hier bleiben. So. Denn ich habe heute wieder was vor. Was vor? Es ist dunkel, alles klar. Wenn wir jetzt schon was vorhaben, schlafen. Juhu. Nee, es wurde mehrfach gefragt, ob wir nicht Diamanten farmen können. Diamanten. Ja, und wir brauchen ja auch Diamanten. Und warum nicht? Machen wir lieber eine kleine Musikauswahl mit. Keine Ahnung. Haben wir irgendwas doppelt und dreifach? Die hier zum Beispiel. Aber die fehlt doch. Nee, okay. Nehmen wir die mit. So. Und da würde ich doch sagen, ja, das könnten wir effektiv tun. Wir könnten effektiv ein paar Diamanten farmen. So. Ja, unser Bizier ist auch am Wachsen. Unser kleiner Pilzgarten. Auch sehr schön. Ah, toll. So, die Frage ist, wo gehen wir da hin, um Diamanten zu farmen? Erstmal müssen wir die etwa richtige Höhe finden. Dann haben wir die Hutspitzhacke und die Glücksspitzhacke dabei. Nachtsichttrank, da können wir dann eigentlich noch einen mitnehmen, weil 8 Minuten halten die und wenn ich jetzt gucke, wenn wir den Rest der Folge farmen wollen, dann nehmen wir uns mal lieber noch einen mit. So. Das passt. Das passt, das passt. Fackeln könnten wir auch ein paar mehr haben. Ja, so. Huch. So. 10 Fackeln mehr. Das sollte auf jeden Fall hinhauen. Und dann würde ich sagen, kann es ja schon losgehen. Wusch. Wo gehen wir farmen? Ich würde sagen, wir gehen an einer Stelle farmen, die, ja, sag ich mal, nicht allen bekannt sein könnte. Also nicht allen, die nicht von Anfang an dabei waren. Ist aber auch nicht schlimm. Soll's geben. Ich meine, ne, Minecraft. Wir haben jetzt 200 Folgen. Überleg mal. 200 Folgen. Ah, na gut, nicht immer 20 Minuten. Am Anfang waren sie ein bisschen kürzer. Aber
Hier haben wir ja noch unseren kleinen Geheimtunnel. Ohoho. Schön ausgeleuchtet ist der. Noch. Wie weit sind wir da eigentlich runtergekommen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall stoßen wir uns hier immer den Kopf. Au, 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 au. Was war da? Nichts. Okay. Und weiter. Ich glaube, wir sind da bis auf den Grund runter. Haben wir uns gebuddelt. Gebuddelt. Und seitdem ist ja schon einiges, einiges passiert. Ich meine, wir haben die Welt ordentlich erkundet. Es gab einen großen Patch in der Zwischenzeit, der die Welt nochmal ganz, ganz anders hat werden lassen. Und ich würde sagen, wir kramen uns einfach mal ein bisschen auf der Ebene hier ein bisschen rum. So, tup, 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 tup. Einfach, weil wir es können. Ich glaube, ein bisschen höher wäre effektiver. Ja, gehen wir einfach mal so auf die Höhe. Keine Ahnung. Freie Schnauze. Ups, jetzt habe ich Kohle abgebaut. Wollte ich gar nicht. Upsi. Warum habe ich jetzt die Schallplatte mit, wenn wir keinen Plattenspieler dabei haben? Ist jetzt natürlich nicht so schlau. Vielleicht finden wir Diamanten. Dann können wir effektiv da was mit anfangen. So, so lange werden wir noch uns effektiv so voranarbeiten. Hiermit, dann werde ich hier noch so einen kleinen Nachtsichttrank trinken. Damit wir effektiv gucken können. Gucken, da guckst du, hä? Ja. So, und natürlich Kohle wird wie immer mit der Glücksspitzhacke abgebaut. Effektiv, dass wir mehr rauskriegen. Ach, guck mal, wie gut wir gucken können. Ach, guck mal, wie gut wir gucken können. Das ist auch wieder eine scharfsinnige Aussage von Moll. So. So, einmal hier quer durchgebuddelt. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir da rauskommen. Ob wir überhaupt irgendwo rauskommen. Vor allem, wir kommen ja ganz schön gut und schnell durch den Berg. Das will ich mal nicht bestritten haben. Und wie schön hell das ist. Huch. Ja, Redstone wird auch mitgenommen. Bringt schließlich Level. Da kann man das mal machen. Ja, aber einiges erreicht in Minecraft. 200 Folgen. Holla, die Waldfee. Ich meine, wir waren im Märchenwald, wir waren quer durch die Welt gereist, haben gefühlt tausende NPC-Dörfer gefunden. Obwohl, das Eisen nehme ich da doch mit. So. Einfach, weil ich es kann. So, weil wir hier noch was hin, damit nichts spawnt. Ist auch Eisen? Nein, das ist Redstone. Und eigentlich doch schon viel erreicht in 200 Folgen. Also, holla, holla, holla. Die Waldfee. Aber ich denke, da geht noch mehr. Also Minecraft ist ja, wir haben es ja selbst gemerkt, obwohl es eigentlich immer wieder nur Minecraft ist, Minecraft in seiner Standardversion, so wie das Projekt ausgelegt ist, Minecraft mit nicht viel mehr als Minecraft selber, ist schon cool genug und bietet auch genug, um tatsächlich 200 Folgen ohne Probleme damit zu füllen. Und ich denke, das können wir auch noch 200 weitere Folgen so machen und vielleicht sogar noch 200 mehr. Also, ja, je nachdem, wie lange das Projekt sich halt entwickelt. Vielleicht gibt es bis dahin auch wieder neue Patch. Oh, Gold. Gold nehmen wir auch mit. So. Und auch wenn das, noch mehr Gold und Kohle. Ja, wenn wir einmal dabei sind, können wir jetzt hier auch gleich so rupfen. Uns einmal quer durch den Berg hauen. Jo. Uns auch hier hoch. So, Glücksspitzhacke. Ja, die nehmen jetzt natürlich ein bisschen ab, die Werkzeuge, aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir suchen ja eigentlich auch Diamanten. Ich weiß nicht, ob es die hier gibt, aber wir suchen auf jeden Fall welche. So. Der Gang ist lang. Und ich hoffe, wir stoßen bald auf Diamanten. Denn solche Quatschrunden, da haben wir schon mal Diamanten beigefunden. Und vor allen Dingen ordentlich. Gut, das war aber, glaube ich, eine andere Ebene, auf der wir da gegraben haben. Vielleicht müssen wir auch nochmal umdisponieren. Ich weiß es nicht. So, hier finden wir auf jeden Fall einiges an Mineralien, Materialien. Und dann nehmen wir auch alles mit. Ich meine, Eisen kann man sowieso immer gebrauchen. Ach so, das ist auch Erde. Ich wollte schon sagen. Ja, dann bauen wir uns auch durch. Auch nicht das Problem. Was ist das eigentlich? Das ist die normale Schaufel. Das ist die verzauberte Schaufel, die Eierschaufel. Ich habe keine Ahnung mehr, warum wir die Eierschaufel genannt haben. Ganz ehrlich. Aber okay. Soll's so sein. Und ja, mal gucken, was die nächsten Minecraft-Folgen so bringen. Ich meine,
Wir werden uns vielleicht noch ein bisschen mit Ausbauen beschäftigen. Ich habe ein Skelett gehört irgendwo. Hier von der rechten Seite irgendwo. Da kamen wir uns einfach mal hin. Einfach weil wir es hören. Hallo? Ich glaube, es kommt jetzt von hier. So, über uns müsste das dann sein. Ich versuche gerade ein bisschen zu lauschen. Meine Lauscherchen aufzustellen. Könnte auch von hier kommen. Hallo? Das Skelett kann nicht weit sein. Ich höre es auf jeden Fall. Vorteil ist, wir kriegen gleich wieder ein paar Steine zusammen für eventuell kommende Bauprojekte. Ich höre es doch. Oh, schon voll. So, hier, Redstone. Ne, brauchen wir nicht. Aha. Na, gucke, eine Höhle. Und da ist das Skelett. So. Dann raus und Attacke. Das war einfach. Smaragde. Smaragde und Lapis Lazuli. Alles ganz tolle Sachen. Ja, Fackeln brauchen wir jetzt eigentlich ja nicht. Ich mache es jetzt trotzdem einfach, damit hier keine Viecher spawnen. Und Eisen. Ah, Eisen nehmen wir auch mit. Alles mit. Alles muss mit. Ich meine, wenn man beim Graben oder beim Meinen jetzt einfach mal die Löcherchen aufsperrt, dann kann man ja sowas entdecken, Tatsache. So. Flasche. Irgendwas will ich gerade wegschmeißen. Ich bin mir aber gerade unschlüssig, was. Nee, das ist jetzt Quatsch. Das wollte ich. Ich weiß, keine Ahnung. Die Schaufel kann eigentlich weg. Die ist so gut wie tot. Ja, hier können wir noch ein bisschen Kies wegschaufeln. Vielleicht ist dahinter noch was. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. So. Schon mal da Platz hier schaffen. Zack. Dann die andere Schaufel dahin. Viel effizienter. So. Nein. So. So, machen wir hier ein kleines Loch. Da schmeißen wir den ganzen Kram rein, den wir nicht brauchen. Zum Beispiel den ganzen Flint. Braucht man einfach nicht. Der Rest ist wichtig. Ah, hier. Da. Das kann da auch noch rein. Jo. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Lapis Lazuli und vor allen Dingen Smaragde bauen. Yay, drei Smaragde. Nun, das ist doch schon mal besser als nichts. Lapis Lazuli. Ja. Ja. 30 Stück. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, hier war noch irgendwo welcher. Da neben dem Knochen. Ja, den Knochen brauchen wir nicht. Davon haben wir auf jeden Fall genug. Oh, weia. Oh, weia. Kriegen wir das alles weg? Aber gerade so. 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 Der Knochen weg. Ja, das sieht allerdings jetzt ein bisschen doof aus, weil wir. Ja. Oh, da hinten ist Lava. Lava nicht. Und noch ein Skelett. Ach, nicht nur eins, ja, gleich mehrere. Oh, toll. Unser Nachtsichttrank läuft aus. Aua. Geh weg. Kommt das andere auch? Oh, gleich so finster. Könnten wir aber gleich noch ein bisschen Platz schaffen. Geh weg. Ja, hier, nimm das. Ja, so. Falls sich der Ton geändert haben sollte. Ja, kann ja sein. Das könnte am Headset liegen. Ich habe nämlich ein anderes.
Nur falls der Ton anders ist. Falls dem nicht so sein sollte, ignoriert einfach mein Geschwafel. So, dicht. Und dann nehmen wir noch die Smaragde mit. Smaragde. Glänzende Smaragde. Wie viele sind's? Ah, zwei. Besser als nichts. Ich war schon wieder Skelette von der Seite. Oh, diese Skelette, die sind überall. Ich habe keine Ahnung, warum wir die Schallplatte jetzt effektiv dabei haben. Mein Plan wäre es eigentlich gewesen, noch einen Schallplattenspieler aufzustellen und Musik zu hören, während wir hier rumdaddeln, aber irgendwie. Nö. So, stellen wir hier auch noch was auf. So. Ja, das brauchen wir ja nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Wie schön dunkel das hier eigentlich ist, wenn man jetzt mal so guckt, ohne Nachtsichttrank. Wie dunkel wohl die Gänge sein werden. Hallo, dunkle Gänge. Wo seid denn ihr? Von hier? Ja? Oh, die sind wirklich finster. Oh, weia. Da haben wir noch weiter. Guckt es euch an. Finsterer Gang. Ab und zu Licht. Und wieder finster. Wir bringen erstmal das ganze Zeug weg. Die Folge wird heute vermutlich ein bisschen länger, so als Special-Folge. Wir machen jetzt Special-mäßig nicht wirklich was Special-mäßiges, außer Diamanten suchen, weil sich's gewünscht wurde. Und auf Wünsche kann man ja mal eingehen. Aber ausnahmsweise, wir wollen mal nicht so sein. Nee, und warum nicht? Wir haben Zeit in der Special-Folge. 200 Folgen ist, ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Ich meine, tagtäglich sind jetzt seit 200 Tagen Minecraft-Folgen rausgekommen. Täglich. Nicht immer zur festen Zeit, aber das tut mir leid. Ich bemühe mich, dass die eigentlich immer so, ich versuche es, dass die Minecraft-Folgen etwa um 3 rauskommen, also falls es eine halbe Stunde später wird oder eine Stunde, dann verzeiht mir bitte. Manchmal auch ein bisschen noch später, aber ich versuche es eigentlich immer so zu halten, dass die um 3 kommen. Falls ich weiß, dass ich es nicht schaffe um 3, dann kommen die sogar schon früher. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Skelette um. Creeper sind keine da. Nee, sieht gut aus. Alles klar. Dann erstmal schlafen gehen. Dann den ganzen Kram in die Truhen räumen. Und dann vielleicht auf einer tieferen Ebene mal probieren. Vielleicht finden wir da Diamanten. Wäre ja das große Ziel für diese Folge, Diamanten zu finden. Ja, so nach dem Motto. Oh, ich habe Diamanten gefunden. Ja, dann können wir jetzt die Folge beenden. Nein. Das war natürlich ein Scherz. Die Folge ist noch nicht zu Ende. Noch lange nicht. Noch lange, lange nicht. Aber fast. So, die können wir dann eigentlich direkt braten. Die Eisendinger. Warum ist da? Egal. Ich frag gar nicht. So. Und so. Dann können wir hier eigentlich die Flasche direkt noch reintun. Lapis Lazuli. Oh, Lapis Lazuli. Wo haben wir den denn hingeschmissen? Ja, zack, so. Das haben wir da auf jeden Fall. Dann können wir eigentlich. Warum sind die Sattellinger, Dinger hier eigentlich nicht so? Musik. Hier können wir es machen. Und dann können wir uns eigentlich. Komm, wir nehmen uns eins mit runter. Und dann bauen wir uns da einen neuen. Neue Jukebox. So eine mobile Jukebox. Können wir doch machen. So, die war glaube ich so. Einmal rundherum und ja, ein Plattenspieler. Dankeschön. Wenn wir einmal dabei sind, zack, können wir gleich die Steine verarbeiten. Die werden wir sowieso verarbeiten. Und weg tun. Zack. Einmal links, einmal rechts. Gold haben wir auch noch dabei. Ach Gott, so viel Zeug. So, hier noch ein bisschen Kohle. Plattenspieler. Smaragde kommen ja auch mit rein. Wir müssen erstmal hier gucken, dass wir alles wegsortieren. Dreck, ich habe keine Ahnung, warum ich den dann doch mitgenommen habe. Weil brauchen tun wir ihn eigentlich effektiv nicht. So, hier kommt das Zeug noch rein. Ja, wir haben sowieso viel dabei, was wir eventuell gebrauchen könnten, aber eigentlich effektiv nie tun. Ist dann halt so. Das, ganz ehrlich, das Plünderungsschwert, das lasse ich jetzt auch mal hier. Das nimmt nur unnötig Platz weg. So. So sieht es besser aus. Dann wieder zurück in die Dunkelheit.
Einen Nachtsichttrank haben wir noch. Düdüdüm. Ich denke, das passt schon. Zoom. Ach, jetzt kommt Minecraft-Musik. Ja, die ganze Zeit war es ruhig. Jetzt haben wir Musik dabei und da fängt die Minecraft-Musik einfach random an zu spielen. Das freut mich aber. So, au, 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 au. Immer den Kopf stoßen. Ach so, die hören wir sogar ein bisschen unten. Cool. Aber es wird immer. Hört ihr? Die Musik wird leiser. Und die eigentliche Minecraft-Musik kommt jetzt mehr durch. Wobei die auch leise ist. Die habe ich ja leise gestellt, weil sie mir auch ein bisschen auf den Keks ging. So, die Plattenspielermusik, die hören wir jetzt schon gar nicht mehr. So. Aber das können wir ja auch ändern. Zack. Zack. Und eigene Musik. Obwohl. Ich weiß nicht, hört man die? Jetzt hat sie eh aufgehört. Toll. So, also die Musik. Und einmal Nachtsichttrank, damit wir hier unten was sehen. Dankeschön. Und dann buddeln wir uns hier mal auf der Ebene quer durch. Vielleicht finden wir hier direkt Diamanten. Wahrscheinlich nicht. Egal. Man darf ja doch noch hoffen. So, Erde gibt's gleich. Juhu. Wie schön lustig die Erde aussieht. So, wenn sie die verschiedenen Lichtphasen durchgeht. Tak, 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 tak. Hier ist schon mal Kohle. Kohle. Die nehmen wir mit. Kohle kann man nämlich immer gebrauchen. Also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir genug Kohle haben. So. So, einmal hier, einmal da. Alles eingesammelt. Dann können wir hier auch eine Fackel hinsetzen. Ja. Wir wollen ja hier nicht als geizig wirken. Wir nehmen hier Nachtsichttränke und geizen einfach mit Fackeln. Also, kommen wir denn da hin? Oh, Eisen. Schön. Nehmen wir auch mit. Redstone. Brauchen wir eigentlich nicht. Davon haben wir mehr als genug. Damit könnte man eigentlich auch mal was anstellen. Das ist nämlich auch so ein Aspekt von Minecraft, den wir noch so gut wie gar nicht betrachtet haben. Irgendwas Schönes mit Redstone bauen. Gut. Allgemein bin ich so in Minecraft ehrlich gesagt nicht so der Redstone-Bauer. Aber da kann man schon richtig geile Sachen mit anstellen. Ah ja, wenn uns denn so präsentiert wird, dann nehmen wir dann doch mal mit. Meine Güte. Da will ich dann auch nicht so sein. Ach, jetzt geht doch die Minecraft-Musik wieder los. Frechheit. Oh, Eisen. Oh, und was für eine Eisenader. Hallele. Halleluja. Holla, die Waldfee. Die leckere kleine Waldfee. Holla. So. 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 Ja. Denn ich esse Waldfeen zum Frühstück. Verspeise ich sie einfach. Waldfeen. Die schmecken richtig gut. Mit ein bisschen Milch dazu. Frühstück für echte Kerle. Waldfeen essen. Ja. Man kommt bloß immer so schwierig an die Viecher ran. Das ist das Problem. Alles klar, der geht wieder schwerer. Hier ist bestimmt wieder so ein Würmchen drin. Na dann. Haben wir die jetzt so eingesammelt? Moment. So, raus, raus, raus. Stein. Okay. Ich setze den mal wieder hin. Hier. Dann bauen wir den mal mit der Hacke ab. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Muss ich anscheinend auch nicht verstehen. Ist halt so. Hier kommen wir uns wieder normal. Ja, es waren wahrscheinlich solche Steine, aber wenn wir die mit einer verzauberten Spitzhacke abbauen, dann scheinen die nicht zu wirken. Auch okay. So. Ich würde sagen, hier drehen wir auch mal wieder um. Hier gibt es anscheinend nichts mehr und die Musik ist alle. Das bedeutet neue Musik auflegen und in die andere Richtung nochmal vordringen.
Jo. Wie lange geht denn so eine Platte? So, das kann hier weg. Da brauchen wir nicht so einen einzelnen Kackstein. Du. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Platten gehen unterschiedlich lang. So. Und in diese Richtung. Ich meine, 3 Minuten, 4 Minuten. Hält auch noch. Smaragde. Geil. So, die Smaragde nehmen wir natürlich mit. Ja, yeah, also mindestens 2 waren's. Nein, sind sogar 3. Cool. Dann können wir ihn wieder dicht machen. 3 Smaragde. Sehr schön. Das Schöne ist, wir haben ja quasi das NPC-Dorf vor der Tür. Wie so viele andere Dinge. Ich meine, unsere Monsterfarm ist da. Wir bauen jetzt unseren Pilzwald neu aus. Wir haben unseren Kuhpool, unser Berg, Anwesen, unser modernes Berganwesen. Aus Schnee und Eis. Ja, viele Sachen, die wir geschafft haben. Das Lagerhaus hat uns auch sehr treue Dienste geleistet. Auch unsere Schmiede, nicht zu vergessen. Auch da haben wir schon einiges gemacht. Unsere Bibliothek, die immer noch nicht fertig gebaut ist. Ja, aber die noch zum Bau offen steht. Da gibt es ja auch noch einiges, unter anderem das Nether-Portal. Vielleicht können wir auch mal demnächst im Nether was bauen. Das wäre eigentlich auch ganz. Achso, das Redstone. Okay, ich dachte, der wäre Lava. Nee, vielleicht können wir im Nether ja uns ja auch noch so ein, keine Ahnung, was häuslich einrichten. Vielleicht ein bisschen Gras in Nether schaffen. Ist ja auch eine lustige Sache. So. Hier ist aber anscheinend auch nicht mehr viel. Frech. Was wir auf jeden Fall zusammenkriegen, sind genug Steine. Also da haben wir dann erstmal für kommende Bauprojekte der nächsten paar Folgen. Also ich schätze, da wir nicht das Problem haben. Ich höre Lava überall. Aber irgendwie, wir buddeln uns zwar hier Strip Mining mäßig durch den Berg, aber ja, was heißt Strip Mining? Wir streifen ja gar nicht quer, wir buddeln einfach drauf los. Auf gut Glück. So, und jetzt einfach mal hier drauf. Finden zwar eine Menge Redstone, aber keine Diamanten. Komischerweise. Vielleicht buddeln wir auch in die falsche Richtung. Das kann auch sein. Ich weiß nicht. Teilen sich Diamanten eigentlich die Häufigkeit mit Smaragd? Ich weiß es nicht. Kommt mir mal ein bisschen so vor. Ich meine, wir sind ja hier in so einem Bergbiom. Da könnte es sein, dass sich doch die Smaragde mit den Diamanten die Spawnrate teilen, oder? Weil Smaragde gibt es ja nur hier in Bergen. Gibt es ja nirgendwo anders. Also, außer bei NPCs natürlich zum Erhandeln, aber ich meine, natürlicherweise gefunden. Ich glaube nicht. So. Level mit Kohle. Wir leveln mit Kohle. Und die Musik ist alle. Aber ich singe trotzdem weiter. Weil das schön ist. Nicht für euch. Und nicht für mich. Aber für die Unterhaltung. Nee, eigentlich nicht. So, Eisen weg. Was, nur ein Eisen? Das kann gar nicht sein. Nur ein Eisen. Hä? Ich mag es gar nicht glauben, aber da war tatsächlich nur ein Eisen. Frechheit. So, wie lange hält denn unser Trank noch? Noch eine halbe Minute. Müssen wir jetzt aber schnell sein, wenn wir nochmal in die andere Richtung buddeln wollen. Wenn wir hier so ein Viereck basteln. So. Du weg. Nein, Platte. Wo? Da. Wupp. Dann halt hier so. Einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Ja. Und notfalls haben wir auf jeden Fall genug Steine gesammelt. Jetzt wird schon. Wetten, jetzt finden wir gleich Diamanten, sobald das ausgelaufen ist. Huch. Ist das finster. So. Sieht aber eher nicht so aus. Eher diamantenarm, die Gegend. Schade. Müssten wir uns dann eine andere Gegend suchen? Oder wir sind effektiv immer an den Diamanten vorbeigeschrammt. Das kann natürlich sein. Das bedeutet, wenn wir später hierher kommen, müssten hier haufenweise Diamanten sein. Das wäre doch cool. Ja, am effektivsten könnten wir natürlich in irgendwelchen Höhlen suchen. Davon haben wir hier leider nicht mehr so viele in der Gegend, die wir noch nicht erkundet haben. Aber da könnte man ja auch noch ein bisschen rumsuchen, rumgaunern. Ach, hier, wie dunkel die Gänge sind.
Hammer. So. Ich würde sagen, das lassen wir hier unten. Da können wir dann bei Gelegenheit wieder zurückkehren und weiter Musik hören beim Graben da unten. Und wenn wir nur Diamanten. Und wenn wir nur Smaragde finden. So. Das wäre ja eigentlich auch schon ganz schön. Mit Smaragden können wir auch schon einiges anfangen. Da ist ein Mond. Ich glaube, das ist ein Mond, der da gerade vorbeifliegt. Vor unserer Tür da, vor unserem Ausgang. So, ich gehe schon mal aufs Schwertchen. Ja, sieht sehr nach einem Mond aus. Bist du ein Mond? Tiefschwarze Nacht. Und es ist der Mond. So, wir springen dann mal in Richtung heimisches Bettchen. Hui, hatten wahnsinnig Erfolg. Oh, da oben ist das Skelett. Na, wir gehen einfach mal weiter. Oh, und da ist ein Creeper. Schnell weiter, schnell, schnell, schnell. Obwohl, den machen wir noch platt. Peng! Und gleich noch eine. Peng! So, die Erfahrung nehmen wir mit. Bling, bling. Und dann würde ich sagen, ja, war das nicht unbedingt der erfolgreichste Diamantensuchlauf. Aber, oh hey, wir haben einiges an Material gefunden, wenn es auch keine Diamanten waren. So, hier, das können wir dann gleich mal alles verarbeiten. So. Dankeschön. So. Und hier alles dazu schmeißen. Guckst dir an, wie viele Steine wir jetzt haben. Oh, so viele schöne Steine. Steine, 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 Steine. So, da, die Kohle nehmen wir wieder mit. Wir wollen ja nicht alles loswerden. Ach, hier sind auch noch Steine. Dann guck. Fast vergessen. Ich sortiere das jetzt noch schnell alles ein. Und dann können wir die Folge ja auch schon beenden. Dann ist ja auch lang genug gewesen. Ja, 30 Minuten Folge. Auf jeden Fall Ziel erreicht für ein Special. So, hier noch das. Und wo waren die Smaragde? Da. Sind auch weniger geworden, aber ja, nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm. So, die Flasche kommt noch weg und ein neuer Trank hinein. Und dann sind wir fertig. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr jetzt schon bei vielleicht 200 Folgen dabei wart. Wenn es auch 100 sind, egal. Ich bedanke mich trotzdem bei euch. Und wenn es weniger sind, ist das auch nicht schlimm. Ich meine, es sind noch genug Minecraft-Folgen, die kommen werden. Und wenn ihr dabei wärt, da werde ich mich auch freuen. Ja, also dabei sein werden wollt. Da, ist das überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall freue mich dann morgen auf euch, wenn es dann zur 201. Folge weitergeht. Und bis dahin, haut's rein. Hä? Und ciao, ciao.